keine Rednerin, kein Redner mehr vorliegt zum Unterkapitel Umwelt, kommen wir zum Unterkapitel Naturschutz. Und als erster Rednerin darf ich Frau Kollegin Ulrike Schwarz das Wort erteilen. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Klima, Umwelt und Naturschutz kann man nicht auseinanderdividieren, soll man auch nicht und tun wir auch im Land Oberösterreich nicht. Aber gerade diese Ökosysteme, die so wichtig sind für uns alle, werden systematisch zerstört, nicht nur vom Klimawandel, sondern weil es auch Interessen der Wirtschaft und hier in erster Linie des Tourismus, es gibt genau diese letzten Reservate der Vielfalt auch zu zerstören. Daher von unserer Seite, und es ist ja nicht unbekannt, ein klares Nein zur Skischaukel Hintersch oder Wurzalm. Die führt genau durch ein Naturschutzgebiet, das erst vor einigen Jahren gemeinsam beschlossen wurde. Das kann nicht sein, dass man auf Kosten dieser letzten Reservate, ich sage es wirklich so, dieser unverbauten Natur hier kurzfristig, also wirklich kurzfristige Gewinnmaximierung in einer weniger macht und glaubt damit, den Tourismus in der Region zu retten. Da werden wir auf keinen Fall zustimmen und auch die Verbindung und die Ausweitung, die ja teilweise schon genehmigt ist, Pisten von Vorderstoder oder von Hinterstoder nach Vorderstoder hervor, muss man sich genau anschauen, was da zerstört wird und was das dann heißt. Und bringt das wirklich auch den Erfolg für ein Skigebiet, was man sich wünschen würde? Sollte man nicht lieber genau dorthin schauen, was bietet denn die Natur dort für Potenzial, im Winter wie auch im Sommer hier attraktive Angebote zu erarbeiten? Und das muss das Ziel sein, auf der Basis dieser wertvollen Naturflächen, der Natur- und Kulturlandschaft, die wir haben, die auch von unseren Landwirten so gepflegt wird und betreut wird, dass sie eine wahre Augenweide sind und eine Basis, eine Ressource für unseren Tourismus. Wie können wir die so nutzen, dass es passt? Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Dr. Freis. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kollegin Schwarz hat ein Thema angesprochen, dem ich mich heute intensiv widmen möchte. Es geht um die Skischaukel Warscheneck und es geht dabei um eine Querschnittsmaterie, wo eigentlich vier Referenten betroffen sind. Der Finanzreferent, der Tourismusreferent, primär jetzt einmal als Betroffener der Naturschutzreferent und natürlich auch der Umweltschutzreferent, weil ich an das Grund, an das Wasser denke, das für Beschneiungsanlagen erforderlich ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schicke voraus, dass ich hier leicht in einer Doppelrolle verfestigt bin. Als Naturfreunde-Vorsitzender möchte aber im selben Atemzug sagen, dass hier eine breite Allianz mit dem Alpenverein und anderen NGOs im Laufen ist, weil es hier um eine anachronistische Lösung geht, die tatsächlich an all dem, wovor wir stehen, die nicht wirtschaftlich ist, die nichts beachtet, was Klimawandel und Ähnliches betrifft. Wir sind deshalb auch zum Herrn Bundespräsidenten gefahren und haben ihn als den obersten Schützer der Alpen, als solcher wurde er von den NGOs ernannt, gebeten um seine Unterstützung. Es gibt praktisch alle Länder, haben die Alpenkonvention unterschrieben und man tut so, als gäbe so etwas nicht. Wir haben im Grunde einen Klimawandel, der sicherlich von niemand mehr bestritten wird, dass etwa 2 Grad Erwärmung stattfinden werden, wird ignoriert. Wir befinden uns hier in einem Karstgebiet, das nicht mit den Salzburger Grasbergen oder Ähnlichem vergleichbar ist, sondern wer einen Karst einmal hineinschneidet, der weiß, dass die Narben nicht mehr reparabel sind. Und der dritte und vierte Punkt aus unserer Sicht, und das ist eigentlich das, wo uns eigentlich der Interessensausgleich abgeht, dass offensichtlich hier mit völlig falschen Zahlen operiert wird. Und ich habe mir das sehr genau angeschaut. Und leider ist es schade, dass der Herr Landeshauptmann nicht da ist, weil er in seinem Brief an den Herrn Bundespräsidenten auch noch geschrieben hat, er respektiert die legitimen Interessen auf der einen Seite des Naturschutzes, auf der anderen Seite aber auch die legitimen Interessen der Gemeinden, dass eigentlich mit der Verbindung Hutteraböden-Wurzalm das Skigebiet in einer anderen Liga eingestuft wäre. Meine Damen und Herren, ich habe mir angeschaut, was kann die Grundlage sein. Wissen Sie, was die Grundlage ist?
Eine Studie, die für die Jahre 1996 bis 2005 in Auftrag gegeben wurde, und zwar zur Studie in Tiroler Skigebieten und angrenzenden Tourismusregionen Südtirol und Graubünden. Das Skigebietszusammenschlüsse haben den größten Wirkungsfaktor. Man hat dann verglichen. Und da wird es dann bedenklich. Wenn man nämlich dann zu der Aussage kommt, dass, und damit sind euch die Bürgermeister sehr leicht bewegbar gewesen, wenn man ihnen in Aussicht stellt, die Steigerung der Ankünfte mit plus 33% und die Steigerung der Nächtigung mit plus 60%. Die angesprochene Studie, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat in jenen Gebieten, und das mag ja jeder mal vergleichen, was die Tiroler Zusammenschlüsse an sich für Attraktivität haben, hat genau zu 9% geführt im ersten Jahr der Zusammenschlüsse und ist dann gleichbleibend auf diesen 9% geblieben. Also von diesen 66% und 33%, sage ich ausdrücklich, ist ein Märchen, das man eigentlich niemandem erzählen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, entscheidend ist aber weiters, was bedeutet das eigentlich, wenn man mit solchen Zahlen operiert? Haben sich die anderen alle getäuscht? Ist das Skigebiet wirklich dann so attraktiv, wie es vorgegeben wird? Übersieht man, dass eigentlich in dieser Tourismusregion in den letzten 10 Jahren praktisch nichts passiert ist? Riskiert man damit, dass man für eine 3-Monate-Saison faktisch 9 Monate opfert, denn wenn Schwarzeneck im Grund zerstört ist, ist es einfach Unsinn, unverantwortlich, ein Naturschutzgebiet zerstört und letztendlich auch wird es niemanden anlocken, dass er in diesem Gebiet, wo dann vielleicht eine Seilbahn durch den Kalk durchgeht, im Grunde als Wandergebiet verkauft werden soll. Völlig verkehrt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das kennen wir mittlerweile auch schon, den Herrn Schröckner aus seinen Methoden. Ich habe mich genau auch in den anderen Skigebieten erkundigt. Er ist sehr, sehr klug dabei. Er geht vor, er will es ja gar nicht. Nur wenn der Wunsch an ihn herangetragen wird. Und wenn man sich das dann anschaut, der Wunsch ist gar nicht so billig für die öffentliche Hand. Denn wenn man es anschaut, dass zum Beispiel in etwa mit... Das ist es, wenn man es machen möchte. Wenn man eine falsche Strategie auch einschlagen würde, vor der ich mich nur so tiefst warnen kann. Aber ich rede jetzt mal von verschiedenen Faktoren. 75 Millionen Euro, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird das Land Oberösterreich in die Hand nehmen müssen. Das ist einigermaßen gesichert. Ich sage jetzt noch einmal im Vergleich dazu, wenn man dieses Skigebiet vergleicht jetzt mit anderen, weil man es so großartig verkauft, wir sind ja dann ein In-Skigebiet oder eine andere Liga, wie der Herr Landeshauptmann dazu sagt. Die Liga schaut folgendermaßen aus. Wenn man die Variante Skischaukel-Waschenegg erweitert um die Querverbindung plus Vorderstoder, ergibt das ein Plus von 10 Pistenkilometer und damit habe ich dann insgesamt ein Pistennetz von 70 Kilometern. Und in welcher Liga spielen wir? Dazu ein paar Vergleichszahlen. Schladming gilt für uns sicher als eines der kleineren Skigebiete, hat 117 Pistenkilometer. Flachau-Wagrain hat 244 Pistenkilometer. Kitzbühel-Brixen hat 279 Kilometer. Ich lasse jetzt ganz bewusst die großen aus, wie Saalbach von mir aus oder Ischgl und so weiter. Aber eine Vergleichszahl dazu noch, weil ja doch, auch wenn manches nicht da sind, der ÖVP aber gerne auf den Arlberg Skifahren fahren. Am Arlberg ist der Vergleichswert 460 Kilometer. Das ist für mich, meine Damen und Herren, die andere Liga. Und dort wird gespielt. Und da werden mit 70 Kilometer keine Attraktivität erreichen, sondern es wird im Grund praktisch nichts bringen. Zweiter Punkt. Hat niemand überlegt, was bedeutet denn der Klimawandel? Und ich wende mich jetzt ganz bewusst der Doppelstrategie zu, die hier forciert eingeschlagen wird. Beginnen wir zuerst mit dem Kleineren, sprich Vorderstoder. Vorderstoder bringt 5 Kilometer. Und das appelliere ich an den Herrn Landesrat, als wir beim letzten Mal bei der Umweltschutzakademie waren, wurde, kann ich mich doch gut erinnern, hat es geheißen, unter 1000 Höhenmetern dürften keine Lifte mehr, sollten keine Lifte mehr errichtet werden. Deckt sich, sogar sehr vorsichtig formuliert worden, weil alle internationalen Studien sagen, unter 1600 Metern wird im Grund ohne künstliche Beschneiung überhaupt den Skilauf in den nächsten Jahren nicht mehr möglich sein. Wissen Sie, wo uns wir bewegen, in welcher Höhenlage? Und jetzt vergleiche ich Arosa, Lenzerheide, das ist nämlich die Grundlage gewesen, mit Höchstgebiet.
Pistenkilometer Arosa und Lenzerheide zusammen 255 Kilometer, Wurzelalm Höss genannten 60 oder 75 Kilometer, wenn wir die 5 noch dazugeben. Und die Höhe des Liefgebiets bewegt sich in Hinterstoder von 600 Meter bis 2000 Meter. Also wenn ich von Vorderstoder rede, sagen wir mal 650, 700 Meter. Aber wir wissen, was uns dort bevorsteht. Und im Grund Wurzelalm 810 bis 1870, wo wenigstens alles passieren soll, sondern was als das gefährdete Potenzial hingestellt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen Sie, was das kostet? Ein Kubikmeter Kunstschnee kostet heute zwischen 3 und 8 Euro. Und das aber ganz billig gerechnet, wenn keine Pumpkosten und Ähnliches mehr anfallen bei dem Ganzen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie, was in Saalbach passiert? Und ich kenne das, weil wir dort selber ein Haus haben, wo wir nichts damit zu tun haben, aber wo man aus Gesprächen heraus das weiß, dass im Grunde Planierungsmaßnahmen gesetzt werden, weil jede Mulde, die im Hang drinnen ist, bereits zu teuer ist und man die Beschneiungsanlagen dort eigentlich nur sehr unrentabel einsetzen kann. Wollen wir im Karst Ähnliches machen, dass man sagt, das muss alles dann ordentlich abgegraben werden, damit wir schöne gerade Abfahrten da drinnen haben. Meine Damen und Herren, das ist unvorstellbar. Und ich sage es auch ausdrücklich, wir sind auch bei uns in der Fraktion, ich bedanke mich bei Kollegen Heinbuchner und Kollegen Anschober, auch was die bisherigen Gespräche gezeigt haben, für die Unterstützung in dieser Frage und was die Kollegin Schwarz ja auch hier zum Ausdruck gebracht hat. Das kann es und kann es auch wirtschaftlich nicht sinnvoll sein. Überlegen wir doch einmal, sind die Rezepte der 70er Jahre, wo man einfach gesagt hat, Skifahren ist Glas, ist das heute noch gültig? Wir haben rückläufige Skiläuferzahlen, die auf den Pistenfahrer sind. Wir gewinnen heute immer mehr, die im Grunde Tourenskiläufer sind, die in ihrer Freizeit, letztendlich in anderen Bereichen, langlaufen und nicht mehr die eine Woche unterwegs sind, wie wir es früher noch gewohnt waren, sondern heute zwischen 3 und 4 Tagen unterwegs sind. Also eine völlig neue Situation. Und ich kann nur eines ersuchen. Nehmen wir es aus budgetärer Sicht für einen Wahnsinn, überlegen es wir uns aus Naturschutz- und umweltschutzrechtlicher Sicht heraus aus einem Wahnsinn, setzen wir uns zusammen, machen wir ein modernes Konzept für diese Regionen, nehmen wir Großau, also wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür her, denn die liegen heute in Europa an erster Stelle. Die haben ein Konzept gemacht für die gesamte Region Großau-Hüttau, und sie liegen hervorragend damit und auch die Ergebnisse sind gut. Denn Oberösterreich, muss ich deutlich sagen, hat halt nur noch mal vielleicht mit Ausnahme von Gosau nicht diese großen Skigebiete. Wir haben eher die Eintages-Skigebiete, was es nicht heißen muss, dass ich nur einen Tag dort fahren muss. Aber wir sollten sie nutzen, um in guten, schönen Paketen Menschen das anzubieten, die auch was anderes noch machen wollen, als eine Woche lang nur Ski zu laufen und nichts anderes machen wollen, weil es nicht mehr mit dem Zeitgeist übereinstimmt. Und wer den Klimawandel richtig deutet, richtig sieht, der kann nur sagen, Hände weg von solchen Projekten und wir, unsere Aufgabe ist es, seitens des Oberösterreichischen Landtages auch hier entsprechend vorzugehen. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung. Danke.